Ich muss zugeben, wow! immer wenn eine neue Aufnahme kommt, ist das... Es ist so kacke, ich kann noch nicht mal lenken. Und wenn man dann gerade angeschossen wird, das ist echt famos. Ah, ich muss doch mal gucken, wie so das passiert. Vielleicht bringt es was, wenn ich auf meine SSD abspeichere. Allerdings muss ich gestehen, auf die möchte ich gar nicht speichern, weil das ist meine... meine Hauptfestplatte, also meine Systemfestplatte. Und die sollte eigentlich am besten leer sein. Nun ist es aber so, sie hat 128 GB und irgendwie 60 oder 70 GB belegt. Ich weiß selbst nicht, womit die da belegt ist. Windows hat ja eigentlich nur wenige Gigabyte, aber ich habe ja nicht Windows Home Premium oder so, da habe ich hier Windows Ultimate. Wieso? Weiß ich nicht. Weil ich es kann, nee. Weil Windows Ultimate die wirklich Maximalleistung meines Rechners rausnimmt. Hoho! Guck dir das an! Der Truppenführer hatte dieses Haar entführt! Wie der sich darüber freut! Tater oder Täter oder wie? Hallo, winke winke! Auf jeden Fall, ich möchte jetzt nicht weiterspielen hier. Wir versuchen später nochmal. Auf jeden Fall Windows 8 kann die Maximalleistung meines Rechners rausnehmen. Ich bin mir nicht sicher. Ich meine gelesen zu haben, dass zum Beispiel das Windows Home Premium nur 8 GB RAM verträgt. Und ich habe ja jetzt 16 GB drin. Ich lasse mich aber gerne korrigieren. So ist das nicht. Ich bin halt der Meinung, dass es nur 8 GB packt. Der Ballon ist... Ach ja, einfach draufstehen. Gartenstrand, ist das nächste. Klingt schön. Und ich glaube, ich kann mir auch da was drunter vorstellen. Bianca schlägt zurück. Hör genau zu, du dummes Ding. Ich frag dich jetzt das letzte Mal. Warum hast du diesen teuflischen Drachen nicht erledigt? Ich habe versucht, ihn zu erschrecken, Eure Hoheit. Aber er fürchtet nichts. Fürchtet nichts? Fürchtet nichts? Für was habe ich dich all die Jahre ausgebildet? Zaubere etwas! Hier hast du ein Zauberbuch. Zaubere ein Monster. Und beseitige ihn. Ihn umbringen? Es interessiert mich nicht, was du machst, du nutzloses Balk, solange du ihn loswirst! Okay, mal sehen, was wir hier haben. Das sollte passen. Du, komm her! Oh, süß. Oh, nicht mehr so süß. Andererseits, es klang so, als wenn ich wirklich irgendwie Mitleid mit uns hätte. Als wenn es sich auf unsere Seite schlagen möchte. Und wieso landen wir mitten im Boss? Als ich hörte, dass die Zauberin vorhat, dich in einen Hinterhalt zu locken, bin ich so schnell ich konnte hergekommen. Keine Sorge, die schlappe grüne Kröte erledigen wir mit links.
Ey, Klöte? Ist das nicht ein Hase? Radioaktiver Stall oder so? Ich muss mal wieder überlegen, wie das hier ging. Kommt wieder die Kettensäge. Ach. Ich kann doch irgendwie der Kettensäge ausweichen. Scheiße, machst du gar nicht immer. Jetzt machst du es wieder. Steh das mal einer. Ja, also irgendwie... Er hat sein eigenes Leben. Aber solange wir nicht drauf geht, ist mir das relativ... Noch mehr Kleiner. Jetzt hat er uns doch wieder erwischt. Dafür hat er einen Fehler gemacht und ist sehr nah da gelandet. Finde ich gut, jetzt haben wir gewonnen, oder? Ich meine, jetzt noch einmal die Leben. Noch einmal, verdammt. Nein, nein, jetzt haben wir keinen Spaß. Versteh das mal einer. Versteh mal einer. Manchmal macht das, manchmal nicht. Jetzt hat das wieder nicht gemacht. Jetzt macht das wieder nicht. Und jetzt haben wir ihn. Das arme Häschen. Grayson ist es aber wert gewesen. Regenbogen. Ja, ja. Und wir haben keinen Spaß. Wieso diese Boss-Level immer so düster und böse aussehen müssen? Können sie nicht mal schön und bunt sein? Regenbogen! Na, was hast du zu sagen? Okay, Drache, du hast länger überlebt, als ich gedacht hätte. Aber du hast nicht die geringste Vorstellung, was für Gefahren noch vor dir liegen. Ich rate dir, deinen Katzenfreund und die paar Eier, die du gefunden hast, zu schnappen und im Eiltempo nach Hause zurückzukehren, solange du noch kannst. Ich sage dir das in deinem eigenen Interesse, weißt du? Okay. Die Idee finde ich gar nicht mal so schlecht. Da hinten steht Jäger, dann packen wir uns den, nehmen die Eier und ziehen los. Meine bessere Einladung. Kriegen wir doch gar nicht. So, dann müssen wir jetzt. Letzte Folge, ne? Denn wir packen jetzt ein und verschwinden. Ich muss jetzt mal so ein bisschen den Timeline im Auge behalten. Denn ich habe irgendwie, ich weiß nicht. Mich verknüspert es nach einer Aufnahmepause. Andererseits möchte ich weiter zocken.
Denn ist ja so spannend gerade. Oh, ich habe immerhin noch so circa 4 Minuten Zeit, mir das zu überlegen. Ach, hier haben wir wieder ein Ei. 2005. Day. So, mal eben dann die Position annehmen. Ist ja nicht mehr ganz so gemütlich. Ach ja, 2010, 2012, was haben wir hier stehen? 5er, 2017. Ach ja, 2022, 23, wie ich mich auf diese Datumanzeige jetzt mal freue. Wenn man es denn als Datum, boah, das ist doch voll fest. Muss nur dafür sorgen, dass Park nicht zu viel lüftet, sonst ist er nach einem Effekt. Andererseits, wenn man sich das, ich hab ihn gehört, wenn ich mir das so jetzt mal überlege, Insekten generell, wenn man die so sieht, sind sie irgendwie am Fressen. Aber ich habe noch nie so einen fetten Insekt gesehen. Jetzt halt Spezien Dingens, ne? Also ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Natürlich gibt es jetzt irgendwie so eine Art, die ist fetter als die andere. Aber jetzt so einzelne Insekten aus einer Art, wo die normalerweise dünn sind, da habe ich davon noch nichts gehört und noch nichts gesehen. Sieht ja bestimmt witzig aus. Fliegt ja auf einmal so eine richtig, richtig fette Eier, die lang. Und, oh nee, oder? Glaube ich jetzt nicht. Vögelchen! Alter, guck mal deine Augen an! Das ist doch nicht normal! Das ist nicht gesund! Oh, mein lieber Freund Spyro! Die Zauberin hat diesen frechen Vogel erwischt, wie er in ihrer Feuerwerkfabrik Raketen gezündet hat! Ich wäre aber bereit, ihn deiner Obhut anzuvertrauen. Vorausgesetzt, dass du seine restlichen Strafen zahlst! 700! Alter, 300 für Chile war ja schon krank, ey, aber jetzt mehr als verdoppeln? Nee, mach ich nicht. Was für ein Trottel. Ich meine, das ist die beste Tat, die du je vollbracht hast, Spyro. Und so weiter und so fort. Du weißt schon, was ich meine. Nö. Jetzt bin ich in der Lage, also in der Rolle von euch als Zuschauer, als ich gerade gesagt habe, ihr wisst schon, was ich meine. Ah ja. Vögelchen frei, Bird und James Bird. Master Bird, 9068, warte auf Befehle. Ich denke, dafür ist dein Chef zuständig. Hey, was sind das für Dinger? Die neueste militärische Ausrüstung, DBX-9, Raketenwerfer, neueste Technik. Und warum hast du sie nicht zur Flucht eingesetzt? Weil ich nur begrenzte Munition habe. Und ich wollte sie aufheben. Hierfür. Finde ich gut. Sag, wo kommst du her? Ich dachte, Drachen seien schon seit 1000 Jahren ausgestorben. Nun, die Gerüchte über unser Aussterben waren leicht übertrieben. Wir wollten lediglich ein bisschen Ruhe. Nun, wenn du Ruhe willst, dann solltest du meiner Heimatwelt für eine Weile fernbleiben. Ich werde wohl einige Wochen Rhinoxe sprengen. Macht's gut. Ciao. Seltsamer Vogel. Aber der Charakter gefällt mir. Ach ja. Das Abenteuer geht weiter. Erfolgreich gespeichert. Ach ja. Müde. Dabei habe ich doch eigentlich für meine Verhältnisse lang geschlafen. Wenn ich mir jetzt die ganze Woche überlege, wenn ich da irgendwie